Hallo! Boah, gute Playlist, gute Playlist. Hallo! Hi, na? Ah, es ist zu früh. Geh nix, ist zu früh. Ich hab Bock. Außerdem muss ich darauf achten, dass der Stream nicht stirbt. Tag, Sam! Ich bin's, Cardis-Peanut aus dem Studio. Mit neuem Mikrofonarm. Und das fühlt sich voll geil an. Voll gut. Hoffe, ich geht der nicht kaputt wieder. Wie geht's? Gut. Ich hoffe, euch auch. Und ich habe gestern kein Kötzerchen gemacht und ich bin noch nicht krank. Guten, hallo. Na? Was geht ab, Karim? Assalamu alaikum, Habibi. Zu spät, Stream tot. Wie zu spät, zu früh. Das ist jetzt hier Bonuszeit. Ich muss Subs wieder reinholen, Oma. Sonst Stream ist tot. Muss ich wieder kellnern gehen. Ah. Hi, hi. Hurry B, danke schön für den Resub im 14. Und Goji, danke für den Resub im 24. Und Medium Pille hat 2 Monate auf Stufe 1 im Voraus abonniert. Abonniert schon 7 Monate. Vielen lieben Dank, Brudi. Und Hansi, danke für den Prime im 9. Dieter, danke für den Resub im 24. Tag zusammen. Barbarian, danke schön für den Resub im 14. Ich fühle das Gas in der Luft. Warum hast du gepupst? Hast du gepupst? Und FCK, danke für den Resub im 22. 1975 und Alpino, danke für den Wiesab im 32. Und die Uhren schon umgestellt. Oh mein Gott. Ey, kommt man gar nicht, kriegt man Ärger. Kommt man zu früh, kriegt man Ärger. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los, Alter? Hi. Ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. So, lasst die Leute erstmal ankommen. Genießt erstmal. Lass mal ein bisschen Yoga machen. Worta TV, Dankeschön für den Prime im 4. Stream tot, Peanut muss da Chili darin arbeiten. Ist so. Werbung geil. Lord Freak, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen in the Curtis Nation. Ausrufezeichen Pizza im Chat. Da gibt es je nix. Punkt 19 Uhr wie immer. Stimmt nicht. Der Song ist so gut, ich heule. Nicht heulen. Warum heulst du? PC fertig für Twinkie, perfekt. Ja, die ist auch gerade schon fleißig alles am Installieren. Die wird aber heute nicht zocken kommen. Weil ihr Internet nicht so gut ist. Die hat sogar geschafft, ihre Grafikkarte einzubauen, Alter. Da ist sie. Könnt ihr euch das vorstellen? Die hat das ganz alleine gemacht. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, wie die Kiste läuft. Ja, ich bin schon groß. Du bist Genix, du bist Gatewurst, richtig. Pentagon, danke schön für den Resub im 25. Und hallo Hagi und hallo Karim, hallo Ayran, Dieter, Mila, Oma, Big Cello, Soap, Nivzek, Adverius, Dondirup, ach komm, nix. Toll, jetzt ist der PC da, aber das Internet spackt, der hier Internet war, glaube ich, spackt nicht rum, aber ist halt nicht so gut. Serkan, Squeezy Teasies, Too Strong Deluxe und Fabian Lars, Mr. Pony. Wer ist noch da? Matti ist noch da, hallo. Elixir ist da, Rekt TV ist da. Threblex ist da. 50k only, ja, das schaffst du schon. Bis morgen schaffst du das. Alpino. Lord Freak, was meinst du mit Kraftstream Elements? Lord Freak, das ist ein Bot. Der schreibt dann immer, woher die Kraft. Wegen dem Sub, Bruder. Connection Los Talos, Score, hallo, Ultras Tagzam, Sven Zielinski, hallo, Chinurio, hallo. Dann hat sie ja jetzt ein Stück GTA-Geschichte zu Hause. Nee, das ist zwar der gleiche PC, den ich nochmal hier stehen habe, der ist aber jetzt von meinem Bruder, den der mir abgegeben hat. Den habe ich fertig gebaut am Dienstag oder Mittwoch, weiß gar nicht mehr. Ich bin schon so verklatscht, Alter. Dienstag und Mittwoch habe ich den zu Ende gebaut. Hab noch eine zweite SSD reingebaut aus meinem alten PC. Jetzt hat sie 2 SSDs, einen i7 770K und was weiß ich, Alter. Mir egal, ob's da läuft. Nur das Case ist hässlich, aber darauf kommt's nicht an.
Chinori hat mal guten Abend. Dreezy, was geht? Tiger, hallo. Gaijin, Dice, Teefrosch, Chubby Queen, hallo. Rupee, Yanrox, Alina, Hanna, guten Abend. Hallo, Hamadini. Du Knutschkugel. Milamon kann sich erstmal schämen gehen. Armer Knister kaputt gespielt. Warum war das mit dem Pinsel? Hast du etwas mit dem Video gemacht? Also das mit Peanuts ist irgendwie schärfer. Nö, ich habe nichts verändert hier. Ich pack das nicht an. Never change a running system. Jay, dankeschön für den Resub beim 13. Hallo, Zark. Wer ist noch da? Yoshimitsu, immer die mit dem blauen Namen. Kann ich immer noch nicht lesen. Fire Aussie, guten Abend. Der ist heiser und müde. Ach, das ist ja noch gar nichts. Der soll mal abwarten, wenn ich heute komme. Ich war 3 Tage nicht da. Ich habe Energie, Alter. Wenn der heute überhaupt da ist. Chevra, guten Abend. Und Eric Kusch, guten Abend. Zaglina, Forsetti. What the fuck, komme ich 18 Uhr, ist keiner da und wie, ich komme später, dann ist es schon on. Masahiro, guten Abend. Ich sag mal so, hier in Hochfeld haben wir auch gefühlt nirgendwo Glasfaser. Glaubst du aber selber nicht, dass da jemals was kommt. Finibu, guten Abend. Und Chevra96, Dankeschön für den Prime-Sub. Und herzlich willkommen. Dann ändere ich die Farbe auf grün. Foh. Dankeschön, Yoshimitsu. Jetzt kann ich das doch lesen. Pinsel hat am Mittwoch extra IP freigenommen für die Fahrradtour, die am Donnerstag starten sollte. Ja, ich kann nichts machen. Jungs, Mädels, ich sehe das. Ich weiß das selber. Aber ich habe mir das PC zusammengebaut, habe hier den Schreibtisch freigemacht. Da wünsche ich guten. Hab den Schreibtisch so freigemacht, damit ich das Case hier draufhieven kann, Alter, um daran zu arbeiten und bla bla bla. Und irgendwann nach 7 Stunden oder so bin ich fertig, weil mein Bruder, ach man, hör mir auf, Alter, wenn ich daran denke. Der hat die Kühler falsch rum eingebaut gehabt von der Wasserkühlung. Die hat nach draußen geblasen, anstatt von vorne nach innen und hinten und oben wieder raus. Hab alles umgebaut und bla bla bla. Dann war ich irgendwann fertig. Und ich hatte den Mikrofonarm so zur Seite geschoben. Und ich nehme das Mikrofon so in der Hand, wie jetzt auch, so richtig animalisch, Alter. Und ziehe das so nach rechts, Alter. Und dann springt da die Feder raus, Junge, und alles im Arsch. Habe ich dann an dem Tag provisorisch geklärt mit Strapse. Konnte das aber nicht mehr so, das Mikrofon konnte ich nicht mehr so vom Mund machen. Ging nicht mehr. Dann wollte ich das gestern provisorisch irgendwie reparieren, weil der Stream war, in Anführungszeichen. Alles im Arsch gegangen. Hatte ich Mikrofon hier auf Dings, auf meinem Crow-Album liegen, auf diese Verpackung da. Gestern Morgen. Deshalb baut das Kotzi-Mode auf Twitter so, weil ich alles zum Kotzen fand. Nicht weil ich krank bin. Mizzard, Dankeschön für den Boost am 22. Und wie soll ich so streamen, wenn ich das Mikrofon nicht vom Mund haben kann? Sondern neben mir links hab. Wieso? Geht nicht, hab ich keinen Bock drauf gehabt. Auf so eine dumme Kacke. Kein Vorwurf hier. Hallo Bucky, hallo. James Greaster, hallo. Double X, hallo. Bucky hat mal der Lord Putzbaum, guten Abend. Hoffentlich heute mal Tomb Raider, geh nix, Junge. Oh, Lord Putzbaum. Hatte ich schon, scheiße. Aber ich weiß selber, dass das nicht so. Aber ich habe geschrieben auf Twitter, was soll ich machen, Alter? Was soll ich machen? Hallo Shapes, hallo Texel, hallo Flansch. Was soll ich machen? Solche Dinge passieren. Neuerdings passieren mir sowas immer öfter, dass irgendwas passiert. Mit Panzertape am Kopfkleister, wo ist das Problem? Hallo Monster Eis. Wie geht's euch denn? Hattet da wenigstens 3 gute Tage ohne mich? Und Svenny, guten Abend. Was hat der für ein Lied, Alter? Ey, Gringo. Bei mir gab's heute Spare Ribs und Pommes, Alter. Die waren ultra lecker. Also beides. Aber ich hab nicht geschafft, aufzuessen. Genau deswegen habe ich mir 3 Headsets angeschafft. Ich würde mich niemals hier hinsetzen mit einem Headset-Stream. Nicht bei dem Audio-Equipment, was ich hab. Alter, wie kannst du nur sowas sagen? Ja, was soll ich machen? Wenn ich das nicht aufschaffe, dann schaffe ich das nicht auf. Sorry. Schattenwolf, danke für den Prime-Zeit, wie versprochen. Gerne so. Und Felix Jackson. Danke für den Resub im 6. Junge. Felix Jackson, Alter. Was hat dein RP-Name, Junge? Spielst du RP? Von Peanut Cosplay jeden Tag.
Jeden Tag. Engelfix, ja moin, was geht ab? Was ist das für ein Lied, Alter, als Maul, Junge? Isaac Jackson. Aber warum heißt er denn hier Felix Jackson? Hallo, Marlo. Tachi Rakas, hallo Otto. Ja, und dann dachte ich mir heute, okay, schon gegessen, kommst du ein bisschen früher. Weil ich hab schon, oh mein, egal. Nee, nicht egal, eigentlich nicht, eigentlich ist das doof. Eigentlich muss ich mit euch meckern, mit irgendeinem von euch. Ich weiß nicht, wer das war. Spieler Guild Wars nebenbei so ein bisschen, mit dem Timmer zusammen, den wir letztes Mal gehostet haben. Und der wird gestern oder heute Morgen angeschrieben. Hat er mir vorhin gesagt, ich weiß nicht mehr, ob der gestern angeschrieben wurde oder heute. Da wird er zugespammt, warum ich nicht online komme. Da wird eine fremde Person zugekleistert mit Text, Alter, warum ich nicht online komme. Merkst du hoffentlich selber, der Typ, der das war. Oder die Frau, keine Ahnung. Ja, ja. Ich warte nur noch drauf, bis ich umziehe, dann kann ich endlich auch happy einsteigen. Warum ist dein Internet so schlecht, oder was? Wie Johnny hat Bann. Ja, ja, Johnny hat einen Bann. Johnny hat XCM auf Unity. Also Permaban. Der wird da, soweit ich weiß, auch keine Energie reinstecken, das irgendwie entbannt zu werden oder so. Weil schon zu häufig irgendwas vorgekommen ist mit irgendeinem Support-Kack und so. Es tut mir leid, kommt nicht mehr vor. Oma hat mich gezwungen. Ja, Oma. Ne, die Oma hat mich ja gestern angeschrieben im Discord, ob ich krank bin. Aber da war ich nicht online. Nicht machen. Wenn ich nicht komme, hat das einen Grund. Egal, was für ein Grund. Entweder geht das kaputt, mir geht's nicht gut, ich habe keinen Bock oder so. Am Ende bin ich derjenige, der dafür die Dings trägt, ne? Konsequenzen. Hallo, Bubbles. Spielen da noch ein paar aus dem Park oder ist da auch ein bisschen die Luft raus? Boah, das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, so ein paar sind noch unterwegs, so, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist die Luft raus. Der Park ist aber schon seit bestimmt ein, zwei Monaten zu Ende gespielt. Bin ich ganz ehrlich. Federdaten, Dankeschön für Luisa machten. Scheiße, 8 Monate, wann kommt der Trockner endlich? Schicke ich morgen raus. Soon, Alter, soon. Schade ums Mapping, aber dann. Ja, da muss man halt gucken, ne? Johnny ist ja der Charakter gewesen, der das ganze Geld und so vom Park hat. Ich glaube, GTA-IP ist allgemein zu Ende gespielt, finde ich nicht. Also ich habe eine Menge Spaß mit Peanut. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, also im Park mit Kurt das ja. So, das war schon echt ekelhaft. Da habe ich auch gesagt, ist zu Ende so, aber mit Peanut nicht. Das macht immer nur Spaß. Ja, du vielleicht, aber es fehlt mehr von dir, aber es gibt nicht mehr von mir, FCK. Guck dir doch einfach mal alles an, du kannst jeden Stream gucken, überall geht quasi. Es gibt Gambo-RP, so mit diesen Rumballern und Faxen machen so richtig lustig und bla bla bla. Und dann gibt dieses bürokratische RP, wo Leute, weiß ich nicht, so Department of Justice und so was machen, so 4M-RP-Dinger. Rumstehen und geht auch nichts ab, Alter. Es gibt irgendwie nichts anderes mehr. Keiner erfindet sich neu. Vielleicht kann man noch nichts mehr Neues erfinden. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Spaß mit der in der Nische oder in der Sektion vom RP, wo ich jetzt bin. Alles nur billige Kopien. Hane, Spaß. Verstehe, was du meinst. Bubblegun, danke schön für den Prime im 4. Und Moppy, danke für den Resub im 5. Ist ja verständlich, dass man keinen Bock mehr hat, wenn nächstes Mal vom Support gezählt wird. Ja, vor allem ist das. Oh, vielleicht ist es begründet gewesen beim Johnny, vielleicht nicht. Keine Ahnung, Alter. Aber wenn du fast seit 6 Monaten, wo du auf dem Server spielst, jede Woche 3-mal mit dem Support zu tun hast, sei darum, weil irgendwelche Leute dich anklagen für irgendein Kackzeug oder so und du musst die ganze Zeit damit verschwenden und ich rede da nicht nur von 10 Minuten, sondern wirklich von 1, 2, 3 Stunden manchmal, so dann hätte ich auch keinen Bock mehr, Alter, ehrlich nicht. Man muss die Fehler nicht bei anderen suchen. Man kann jetzt nicht sagen, jo, der Support ist scheiße oder so. Weil die Fehler liegen auch bei ihm selber. Aber, ne, Witze machen. Ich habe zu den Jungs gesagt, macht meine RP-Pause, glaub mir, das tut gut. Halbes Jahr zocken wir jetzt. Oder haben die jetzt gezockt. So, macht mal Pause, glaub mir. Ein bisschen Distanz davon, zockt was anderes. Und dann habt ihr wieder viel mehr Bock darauf, wenn ihr irgendwo zocken geht. Peanut kann auf jeden Fall mit den 2017er Curtis mithalten. Das war schon auch cool mit Sigi und allen damals. Finde ich auch, finde ich auch.
NoPix ist immer Geld zuzuschauen, wird nie langweilig, aber du hast da auch einen riesen Haufen von Streamern, die quasi Content liefern müssen für ihre Zuschauer. Ne? Das heißt, diese Leute, die da spielen, geben sich alle 100% Mühe, teilweise. Und wollen, dass irgendwelche Stories aufgebaut werden und so. Man hört es auch, wenn du meine Nachricht vielleicht nicht liest, finde ich cool, wie du Peanut spielst, feier das extrem, durch ein Video auf dich aufmerksam und Kuss. Warum sollte ich deine Nachricht nicht lesen? Bruder, dankeschön. Ich finde es halt schade für Johnny, aber kannst du verstehen, dass er keinerlei Kraft da reinstecken möchte. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich verstehe Unity, wenn die sagen, jo, da stimmt irgendwas nicht so, du warst bewusstlos da, der Charakter wollte aufstehen. Ob das berechtigt ist oder nicht, weil das können auch fehlerhafte Logs sein, habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich wurde auch schon mal angeschrieben und da wurde gesagt, yo, du bist von 60 HP auf 100 HP gesprungen. Ich habe aber gestreamt, da sieht man, dass ich mich nicht heil mit irgendeinem Hack oder so ein Kack. Ne? Ergo, Logs können auch fehlerhaft sein. Und ich kann den Server da verstehen, dass die sagen, yo, ist Sicherheitsrisiko. So, wir haben Angst davor, dass du das machst. Ich kann aber auch Johnny verstehen, der sagt, yo, ich habe nichts getan, so kein Bock mehr. Oh, das ist deren Sache so. Gibt es einen Clip von seinem Perwan? Also, ne, gibt es nicht. Der streamt da ganz selten nur. Meistens, wenn ich nicht da bin. New Luck, Dankeschön für den Prime 26. Bester Streamer in Twitch drin. Und Kokainchen, Dankeschön für den Resub 25. Oder wie war der Name nochmal? Du hattest mir das mal erklärt. Und Lurch, Dankeschön für den Resub im 12. Hallo. Es ist auch nicht unser Job, den Support zu machen. Das sind andere Leute für zuständig, genau. What Perma war? Nicht ich. Ich bin halt sowieso nie im Support. Ich mache ja gar nichts. Kokainchen war richtig, ne? Nicht Kokainchen. Gleich dann Nifty. Was geht, Monster? Im Prinzip bestimmt jeder Server selber, was die machen. Boah, Elite Scooter ist Chipmunk. Ja. Was habt ihr denn heute gegessen? Ich wiederhole nochmal, bei mir gab's Spare Ribs und Pommes. Ich mach noch Duftkerze, dann gehen wir schon in die Pommes. Mila kommt heute auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung, ob Pinsel da ist, ist aber auch egal. Peanut wird seinen Weg schon finden. Ich hoffe, dass mein Fahrrad noch da ist. Nuggets, Pizza, Einwahl. Lüge. Von Schwester Kusch gemacht? Nee, vom Schwager Chris Dallas. Hab noch nichts zu essen gehabt heute. Hauptsache in Guild Wars online gewesen, ne? Aber noch nichts gegessen, du süchtigen du, Alter. So, schöne Tage gehabt. Ich futter gerade Pizza. Guten. Ja, ich hab schon, was heißt schöne Tage, ne? Entspannt. Bisschen gechillt, bisschen Guild Wars hier, bisschen da. Ich hab nicht mal gefrühstückt. Corona hat mir Appetit geklaut. Hasse, bisse, positiv. Wiener mit Pommes, boah, auch geil. Gegrillt und selbstgemachter Nudelsalat. Pinsel. Was ist mit Pinsel, Oma? 2 Schüsseln Choco Krispies. Halt du die Klappe, du Süchtigen. Pinsel hat jetzt Segelohren. Ich bin gespannt. Müsst das Auto halt da abholen. Meterleuch, ja. Das finde ich voll geiler mit dem neuen Arm. Der ist nicht so ausgeleiert, sag ich mal. Fühlt sich wieder voll wertig an. 90, Alter, für so ein Stück Metall 90 Euro, ne? Ich hab mir auf die Lippe gebissen. Wie in so einem Sexy-Film. Ja, seit Montag positiv. Mit der Vermutung, dass ich die britische Mutation habe. Weiche von mir, böser Geist. Hallo, Andi. Weiche ja von mir, Junge. Heute gibt's Hot Dogs. Auch geil, Alter. Was macht die Mario Kart-Karriere? Meine Schwester spielt gar nicht mehr so oft. Also in meinen Augen war das alles anders. Warum eigentlich Pinsel? Warum der Pinsel heißt? Weil ich den kennengelernt hatte, da hatte der so eine komische Frisur. Sah aus wie ein Pinsel. Und wenn ich einmal einen Spitznamen verpasst habe, dann bleibt er bei mir für immer. Auf jeden Fall gute Besserung, Yoshimitsu. Yeah. Habt ihr den Bock auf Peanut?
Also sonst wärt ihr nicht hier, ne? Weil wer interessiert sich für Dennis? Sonst gibt's eigentlich nichts, Mann. Abgefuckt war ich nur. Scheiß Mikrofon hier rumliegen gehabt, Alter. Was ist das für eine Frage? I don't know. Das ist eine Lückenfüllerfrage gewesen, weil ich nervös bin. Tim auf Timichi, dankeschön. Ne, Timichi, dankeschön für den Resub. Im 25. Grüße zurück. Wer ist Dennis? Hi, ich bin Dennis. Ich bin die Person hinter den RP-Charaktern, den ihr meistens immer, wenn er online ist, zuguckt und euch den Arsch ablacht. Oder auch nicht. Naja, ich glaube nicht, dass hier einer sitzt und die ganze Zeit grumpy ist. Machst du heute wieder einen ruhigen Curtis? Ich mache immer ruhige Streams. Richtiger Gött, dieser Dennis. Zuslan. Du Bitch. Sisko. Ach, der Tony. Hat meinen Namen gehört. Echt mal weg mit dem, wo bleibt Peanut? Oha, Stich in mein Herz. Ich bin immer grumpy. Du müsstest happy as fuck sein mit deiner neuen Kiste da. Endlich mal andere Auflösung als 800x600. Jetzt sieht dein GTA bald nicht mehr so aus, als würdest du Frack-Movies machen, Mila. Heute ruhig sein Urgroßvater, jeje. Ich mach noch hier Dings. Duftkerze und dann gehen wir schon rein. Ja, Ferrari. Gehört das in Türkisch? Was habe ich verpasst? Nix, oder? Kannst du bitte aufhören, über dich selbst zu sprechen? Wir sind wegen dem Charakter hier, okay. Tut mir leid. Ah, alles klar, mit Peanut ist gar nichts ruhig. Ja, doch. Chat, warum liegt hier Stroh? Ey, Jack, willst du mir nicht Gold geben in Guild Wars? Ich bin voll dafür. Hallo, Opa Willi. Willi, ich hab dir gestern Morgen zugeguckt. Du warst auf der Insel, aber ich hab im Chat geschrieben, ne? Was geht ab beim Clap? Echt mal voll abgehoben, eh nicht, Alter. Ich nehme auch ein bisschen Gold. Nee, gib dem Timmer nix. Der ist süchtig. Was geht ab, Chef Kika? Flachwichser, Junge. Ich komm gleich arbeiten. Warte ab, erwarte mich. Ich nehme auch ein bisschen Guild Wars 2 Gold. Nix da. Sorry, gerade Internetprobleme. Was hast du gesagt? Nix, nix. Ich brauche Gold. Ich bin süchtig. Die glauben dir das auch nur, Alter. Spielt's aber nicht mehr. Dann gib mir all dein Zeug, Turbo Eis. Brauchst dann eh nicht mehr. Ich nehme alles. Infusion, Metz, alles, Bruder. Gib her. Ich muss das streamen. Ich muss Guild Wars Partner werden. Curtis hat es verdient. Der bringt uns jedes Mal zum Lachen. Also Gold für Curtis. Ja, Gold. Gold und Subs. Gib mir all euer Geld. Ich muss deinem Shop einkaufen gehen. Ich brauche neue Outfits. Ich bin süchtig. Yo, go, wie ist easy GW Partner, Bruder. Habt ihr schon mal Twitch Guild Wars 2 geguckt? So, die... Ich glaube, die Section ist komplett tot. Ich verstehe das aber auch nicht, warum das keiner streamt. Oder warum sich das auch keiner anguckt. Der Timmer hat das damit begründet, weil das Durchschnittsalter in diesem Spiel eher so ab 50 abfängt oder ab 40. Und die Leute gucken halt nicht so... Also etwas ältere Menschen gucken halt nicht so auf Twitch und so. Ja, und WoW ist auch alt, Mann. WoW hat trotzdem Zuschauer. Wer will, dass Curtis Gold in GW2 bekommt, der sollte mal Gold in Chat schreiben. Boss C-Master, alter Bruder. Was ist mit dir? Das ist süß. Was heißt denn bei älteren Menschen? Hey, ich mache hier kein Dings, keine Sorge. Noch nie gesehen. Ich bin 49, guck mir diesen Mist hier an. Die Leute aus Guild Wars gucken keine Guild Wars Streams, das wollte ich damit sagen. Und wer gibt ihnen jetzt Gold? Güffi hat mir Gold gegeben. Güffi hat ja dieses Item gehabt, wovon ich erzählt habe. Und der hat den Support angeschrieben. Und die haben den dann quasi wiedergegeben, ohne dass das an den Charakter gebunden ist. Und er hat mir das Item gegeben und ich habe es verkauft. Im Shop da im Spiel. Curtis geht mit Guild Wars 2 in seine Game-Rente, wollte er damit sagen. Genau. Wer gibt mir Gold? Ich gebe dir Gold, Jay. Wir gehen jetzt in eine Pommes. Kein Bock mehr mit euch zu reden. Muss Geld verdienen.
Ich verändere mich jetzt. Ich werde jetzt Sellout. Ich mache jetzt bei Subgoal und sowas. Und Donation Goal für März. Und all so ein Quatsch. Wo ist denn das hier? Da. Eise Zitrone, das ist gut, das freut mich, dankeschön. Ist aber nicht mein Channel, das ist von Da Vinci, der macht das hier schon seit Anbeginn der Zeit. What the fuck, der Support ist auch voll auch geworden, zu meiner Zeit konnte man mit den Dullis nicht einig werden. Ich habe auch alles wiederbekommen. Ich habe ja da diese Lorbeeren ausgegeben aus Versehen, die haben die mir alles wieder zurückgestattet, von Mila auch. Oha, woher der Hass? Ich habe keinen Hass, ich habe Existenzangst, weil ich mich darauf ausruhe, Streamer zu sein. Deshalb... Aber ist schon krass, dass Peanut nicht so krass angenommen wird, obwohl so viel mehr los ist, inwiefern angenommen wird. Ich sehe hier jetzt keine Veränderung von den Leuten, die zugucken. Ich merke da, also ich bin ganz ehrlich, ich merke keinen Unterschied zwischen Curtis und Peanut. Get up, GFG. Oh ja, der Hass sagte, hallo Spoon, guten Abend und Crunchy, guten Abend und Nate, guten Tag. Wo ist denn mein... Hier. Ich fall Curtis hart, aber Peanut ist mal echt eine witzige Abwechslung. Bruder, dauert bis Curtis wiederkommt, ich sage durch. So, du hältst die Klappe. VOD hat Sound. Ab geht's. Ich finde das immer geil, wie die Leute dich noch Curtis nennen, aber ich bin Curtis. Kannst du nochmal das Gummibärenbande-Lied singen, aber genauso wie mit Pinsel? Das hörst du doch im Video, Bruder. Ich sing doch jetzt nicht hier. Hallo. Teddy, danke schön für den Prime im 19. Küssen.